unsere erste Band, die wir haben. Unsere ersten Gäste haben einen Wettbewerb gewonnen, der genauso heißt wie unser Preis für Nachhaltigkeit in den Regionen, Local Heroes. Das ist eine bemerkenswerte gemeinnützige Initiative aus Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Seit 30 Jahren hilft sie jungen Bands und Solointerpreten in der Popmusik professionell Fuß zu fassen. Local Heroes bietet ihnen ein Netzwerk aus Veranstaltern, Bookern, Coaches, Journalistinnen und Journalisten, Studios, Clubs und Sponsoren. Und Highlight des Jahres ist immer ein großer Band-Contest, an dem sich Nachwuchsmusiker in der gesamten Bundesrepublik beteiligen können. Mittlerweile der größte nicht kommerzielle Nachwuchswettbewerb für Musikbands, den es in diesem Land gibt. Wir haben eine der Siegerbands eingeladen. Diese Band hat sich Ende 2017 zusammengefunden. Und wir haben sie heute zu uns eingeladen, weil sie erstens gute Musik machen und uns vielleicht danach noch kurz erzählen können, was das für eine Geschichte war mit den Local Heroes und was sie profitieren konnten von einer solchen gemeinnützigen Initiative, die sich an diejenigen wendet, die in der Musik Fuß fassen wollen, aber nicht ganz genau wissen, wie sie das machen sollen. Die Band kommt aus Leipzig, wie gesagt, klingt ein bisschen wie die jungen Ärzte, heißt Die reichen Söhne. Und hier sind sie mit ihrem Titel Guter Junge. Herzlich willkommen den reichen Söhnen. Hallo. Du ziehst dein Top aus, doch ich wollte reden. Ich bin ein guter Junge, ich kann mich benehmen. Ich nehme deine Hände von meinen Beinen. Alle wollen nur das eine. Und ich fange an zu weinen. Zum Glück leben wir in Zeiten, in denen Männer weinen dürfen. Ich muss hier nichts beweisen. Nein. Reiner Weinarsch, hast du dich beschwert? Das ist die neue Männlichkeit, hab ich dir erklärt. Woo! Dein Top aus, doch ich wollte reden. Ich bin ein guter Junge. Ich kann mich benehmen. Ich nehme deine Hände von meinen Beinen. Alle wollen nur das eine. Und ich fange an zu weinen. Ja. Zum Glück leben wir in Zeiten, in denen Männer weinen dürfen. Ich muss dir nichts beweisen. Nein. Reiner Weihnacht, hast du dich beschwert? Das ist die neue Männlichkeit. Erklärt. Ich bin ein guter Junge. Ihr dürft mit den Beinen wackeln. Mit Rainer und dir, das lief nicht immer optimal. Bei euch war das eine Phase, aber Rainer war das alles egal. Er war aus Mono, ich bin aus dem Augenland. Wow, ich bin der einzige Typ, der den Ring hier für dich tragen kann. Ich bin nicht dein Bachelor und du nicht meine Bachelorette. Ich bin wirklich ein ganz netter. Reiner Weihnacht, hast du dich beschwert? Das ist die neue Welt. Ich erklär, ich bin guter. Oh,
Merci beaucoup. Die reichen Söhne. Schön, dass ihr da seid. Auf ein Wort. Also, Local Heroes hat sich schon ein bisschen gelohnt. Heute Abend ist ein Gig dazugekommen. Ihr macht es nicht beruflich, nicht professionell bislang, oder seid ihr schon ins Profilager übergewechselt? Wenn ja, wie lange? Nebenberuflich, professionell. Genau. Und Local Heroes ist eben genau dafür da, solchen Leuten wie uns, KünstlerInnen wie uns und andere in Deutschland, das zu ermöglichen, dass man irgendwie neben dem echten Job, wo man irgendwie Geld reinkriegen muss, auftreten kann und Fördergelder irgendwie beantragen kann. Man kriegt da viel Hilfe. Super. Das hat gut funktioniert. Vielleicht letzte Frage, reiche Söhne. Dieses Motiv, zieht sich das durch euer musikalisches Werk? Sind das alles Stücke, die so ein bisschen mit dem Thema spielen? Oder ist es von allem was? Vielleicht Zwillinge übrigens. Ja. Es spielt so ein bisschen damit, wir haben damit angefangen und wir haben mittlerweile gemerkt, am Anfang haben wir noch so ein bisschen damit gespielt, so mit so einem, ja, so ein bisschen so getan und so als Zeichen. Aber mittlerweile muss man sagen, wir sind gar nicht so reich an Geld, wir sind reich an vielen anderen Sachen. Und das kann man ja auch so als Botschaft nehmen. Absolut, reich an Kreativität natürlich, haben wir heute Abend gesehen. Dankeschön, die reichen Söhne, Jonas und Marius Dahmen und Stein Schippers.